Hallo VK-Freunde, ich bin hier am Stand von Panasonic und ich zeige euch ein bisschen, was es hier alles zu sehen gibt. Anfangen tun wir mit den 4K-kompatiblen Kameras. Wir haben hier einmal DMC GH4, DMC GX8, die G70, G7, DMC FZ300, die FZ1000, die LX100. Hier haben wir noch Smart-Kamera, die eigentlich anscheinend auch hier Paar aufnehmen kann, DMC CLN1. Dann hier haben wir noch Camcorder, den HC DX9979, die ActionCam AXA500 und ja, den Semi-Pro Camcorder X1000. Ja. Und hier präsentiert Panasonic auch mit diesen Kameras aufgenommene Inhalte. Und die sind auch teilweise schon beeindruckend. Natürlich auch vielleicht die Lichtverhältnisse oder ähnliches schon ideal gewählt, aber die Aufnahmequalität ist gut. Was auffällt, dass oft nicht sehr so viele Bewegungen im Bild sind, also die Kamera selbst bewegt sich meist nur ganz langsam, wahrscheinlich auch um Unschärfen zu vermeiden. So, hier haben wir den Profibereich, den vielleicht am wenigsten, die wenigsten Leute interessiert. Gehen wir jetzt weiter. Hier haben wir das Video, welches wir auch schon online gestellt haben, zum neuen 4K OLED, welches aber hier auf einem CXW 704 dargestellt wird, also auf einem LCD-Display. Und hier haben wir auch einen Unterschied, Prototyp HDR gegen konventionelle TV-Wiedergabe und Panasonic tut so, als ob es befeuert werden würde von diesen Prototypen hier. Auch der 4K Blu-ray Player, den wir auch schon von der CES her kennen. Dieses aber gerade nicht in Betrieb. Immer noch nur ein, wie man auch sehen kann, ein Prototyp. Ein sehr großer, also größer als das Modell von Samsung, viel größer. Aber es soll ja nur seinen Zweck erfüllen. Und hier wird, wie gesagt, der Unterschied HDR zwischen HDR und dem normalen Signal verdeutlicht, was man auch wirklich gut sieht. Dann drehen wir einmal um und gehen hier rüber und laufen direkt auf die ersten 4K-LED oder LCD-LED-Fernseher zu. Viele kennen die schon. Hier haben wir die CX700er-Serie. Ab 55 Zoll hat dieser auch richtiges Direct Backlight mit Local Dimming. Also wirklich separat ansteuerbare Bereiche, LED-Bereiche. Also das gleiche auch bei der CXW 750 Serie. Etwas performanter, eine etwas schnellere Bildwiederholungsrate. Und der größte Unterschied ist hier, dass es sich um ein IPS-Panel handelt mit einem weiteren Blickwinkel. Und kann man von der Seite wirklich schon erkennen, dass man hier, dass es nicht so blickwinkelabhängig ist wie beim normalen 700er LCD. Schauen wir mal eins weiter. Gefeuert wird diese Demo nicht von diesem hier, oder? Nein, der ist gerade nicht angeschlossen. Hier ist noch der, der DMP BD T570. Der auch Netflix und Amazon
Instant Video und 4K streamen kann und auch ein 4K direktes Chroma Upscaling hat. Also quasi eine 444 Abtastung an den TV wiedergibt. Jetzt gehen wir einmal um den Stand herum. Nein, das heben wir uns später auf. Hier haben wir einmal die CR850-Serie, also CRW 854 heißt sie, im deutschsprachigen Raum. Das ist eigentlich die Highlight-Serie für im LCD-TV-Bereich von Panasonic in diesem Jahr. Hier in der 55 Zoll Variante und hier drüben einmal größer mit 65 Zoll. Wirklich also sehr gut, was man quasi aus dem LCD-Display rausholen kann. Gehen wir nochmal hier an diese Wand. Da haben wir, ach ja, und die Modelle hier sind natürlich eigentlich einer der wenigen, wo in diesem Jahr als Curved-Modell auf den Markt kommen von Panasonic. Diese stehen hier nochmal auf der Seite. Und hier haben wir die CXW 804-Serie mit flachen Panel. Quasi bisschen geringere Ausstattung hat für die 854er Serie. Aber doch noch ein sehr gutes Bild liefert auf jeden Fall. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mich schon traue. Ja, doch. Hier haben wir für mich eines der Highlights auf dieser IFA, CZ950, den ersten 4K OLED von Panasonic. THX, zertifiziertes Display, ein Quattro-Tuner, also quasi zweimal Kabelantennen und Satellitentuner verbaut und ein Twin-Tuner nochmal für TV over IP, also kann quasi das TV-Programm dann über zwei Tuner im Heimnetzwerk verteilt werden. Und aussehen tut das Modell so. Bild ist wirklich klasse, wirklich gut. Jetzt haben wir nochmal den Stand, muss man den hinkriegen. Das ist aber sicherlich nicht das Spannendste an dem Gerät. Hätte man auch dezent nur an den Seiten die Standfüße machen können. Auch dieses Modell curved. Schauen wir mal auf die andere Seite. Hier haben wir ihn nämlich mit einem weißen Hintergrund noch und somit können wir ihn auch besser sehen. Freistehend. Aktuell nur in der 65 Zoll Variante verfügbar. Ob weitere Varianten folgen, ob es vielleicht eine kleinere 55 Zoll Variante gibt, ist noch nicht kommuniziert, oder ein 60 Zoll Panel. Das Panel selbst wird mit höchster Wahrscheinlichkeit direkt von LG eingekauft, von LG Display. Aber die Bildverbesserungen und die Expertise von Panasonic machen den TV wirklich zu einem ganz besonderen. Ja. Mit diesem Highlight möchte ich mich von euch verabschieden und ihr erfahrt mehr zu den Geräten auf 4kfilme.de und 4kfernseher.de. Bis dann!